haben wir hier? Untergrundhöhle. Ja, haben keine Digimon, aber sei vorsichtig. Lass es sie nicht entkommen. Schau, wenn du was siehst. Okay, ich glaube, hier muss ich dann weiter. Aber ich schaue mich erstmal hier im Byakudom um. Vielleicht finde ich ja irgendetwas. Irgendein Item oder so. Oder vielleicht sagt mir der Byakuleader irgendetwas. Du bist das. Wir haben die Stadt zurückerobert. Suchst du nach dem Weg nach Amaterasu? Da solltest du vielleicht in die Höhle gehen. Alle Aoas sind dort eingeschlossen. Ja, na gut. Hätte ich ja jetzt nicht erwartet. Hui. Aoas sind unbesiegbar. Du hast nicht gewonnen. Wir werden am Ende gewinnen. Okay. Der will gar nicht mit mir kämpfen. Okay, hier geht's dann weiter. Dann werde ich noch mit diesem Kommandanten reden oder was auch immer der ist. General, wer bist du? Ah, war gut, dass ich mit ihm geredet habe. Dich haben wir neulich doch schon gefangen. Was willst du? Nochmal geschnappt werden? Niemals. Ich will wissen, wie ihr auf den Server gekommen seid. Ja, ich sag's dir, wenn du es wissen willst. Mit dem Transport-Digimon von den Aoa. Wir sind mit Baldmon von Amaterasu auf diesen Server gekommen. Baldmon? Ja, ein tolles Digimon, das zwischen Server wechseln kann. Steh nur Bahnhof. Was bedeutet das? Lucky Mouse hat ein Schutzfeld eingerichtet. Baldmon brach zusammen und warf uns raus. Darum haben wir schnell Byaku City angegriffen. Moment mal, wo ist denn dann Baldmon? Keine Ahnung. Ich schätze, es gräbt sich noch ein paar riesige Löcher. Dann sollte ich wohl nach Baldmon suchen. Aber ich glaube, ich habe Baldmon schon mal gesehen. Ja, das war auch unser erster, ich sag mal, unser erstes Game Over. Das heißt, glaube ich, aber trotzdem noch mal da rein. Da ging es noch weiter. Es war nämlich auf dem Weg von Ostsektor zu Südsektor bei dieser Bahn. Baldmon ist etwas seltsam, nachdem es auf das Schutzfeld traf. Danach hat es uns rausgeschmissen. Lief Richtung Südsektor. Was ist passiert? Es ist zu. Wow. Ja, na gut. Okay. Ich schätze mal, aber wahrscheinlich muss ich auf dem Weg dorthin irgendein ein Event triggern oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bald mal auf einmal im Südsektor auftaucht. Aber ja, mal gucken. Also 14.000 DP noch. Ja, wer weiß, wie viel EP das die Digimon jetzt nachher bringen. Also im Nordsektor. Wahrscheinlich eh schon mehr wie die Numemon. Versuch ihm auf X Gas zu geben. Dabei ist es ein Dreieck. So. Na, schon wieder das scheiß Eisengestänge.
Oder keine Ahnung, was aus dem Material das ist. Kann von mir aus auch aus Gummi sein. Hindert es mich am Weiterkommen. So, da kann ich links vorbei. Ah, kurz bevor wir da auftauchen. So, das sind wir im Südsektor. Nur wo? Wo muss ich jetzt hin? Moment, ich werde jetzt tatsächlich mal wieder in die Ruine gehen und schauen, wie gut ich mich gegen die Numemon schlage. Erstmal normalen Angriff. Oh, fast die Hälfte. Nicht mal so schlecht. Und Flame Breath. 1300. Und da ist es Level 37. Unser Agumon. Ist 1300 One Hit? Ich weiß nämlich nicht. Schauen wir mal. Nope. Ah, vorher war es anscheinend ein Crit mit 590, also mit 1300, weil jetzt hat es 570 gebracht. Ja. Jetzt hat es geblockt und ist geflohen. Also das war jetzt unglücklich. Und schon wieder geblockt. Die können aber auch blocken. Und schon wieder blocken. Also zumindest sind die Digimon jetzt 2-Hit. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Im Gegensatz zu den 4-Hit. Also, dass ich viermal schlagen muss, bis es erledigt ist. Und mit einem Crit ist es One Hit. Mit einem Crit ist es One Hit. Ha. Ja, aber jetzt. Ich habe das getan, was ich ausprobieren wollte. Nämlich, dass die Numemon jetzt kein Problem mehr sind. Also falls ich mal wirklich wieder leveln muss, dann kann ich jetzt hier reingehen. Aber jetzt gehe ich nicht. Also jetzt muss ich noch nicht leveln. So, am besten gehen wir jetzt nach nicht Serio City. Wie heißt die Stadt jetzt? Hey, du bist neu. Das Erdbeben. Das hat sicher was mit Balbmon zu tun. Wie heißt jetzt hier? Ah, was ist denn jetzt? Oh, da ist es ja, Beben. Beben! Was passiert hier? Susaku City, so hieß die Stadt also. Na gut. Schlafen, speichern.
Weil wer weiß, wie stark das Balmon jetzt ist. Wenn es gleich stark wie beim ersten Mal ist, dann ist es kein Problem. Aber das schätze ich hier mal nicht. Vielleicht weiß ja der Leader was hier. Weil immerhin sind ja die Beben hier im Südsektor. Und wer weiß im Südsektor mehr als der Leader. Na toll, Leader ist nicht da. Vielleicht weiß Renamon was. Leader hat sich den Schaden des Erdbebens angesehen. Immer so verantwortungsvoll. Ja, aber wo? Vielleicht Patamon? Du suchst Leader? Sie ist nicht hier. Sie ist nach dem Erdbeben weg. Ah! Wo mag das wohl gewesen sein? Keine Ahnung. Aber ich hörte ein seltsames Geräusch aus dem Dschungel. Aus dem Dschungel? Komisches Geräusch. Ja, klang wie eine Maschine oder ein Digimon. Echt seltsam. Leader hat es gehört und ist abgehauen. Vielleicht ist sie in Richtung Dschungel. Aha, vielen Dank. Also in den Dschungel. Also eigentlich genau dort, wo ich war. Nur gesehen habe ich sie halt nicht. Dschungel. Ja, vielleicht weiß aber jetzt das Mädchen etwas, weil jetzt habe ich ja mit Patamon ein Event getriggert. Vielleicht weiß sie jetzt mehr. Ist in den Katakomben. Leader muss sich auch um die Tiere sorgen. Okay. Also im Dschungelschrein. Also musste ich ja hierher. Moment, das werde ich mir ausrechnen. Ich habe jetzt so 47.000 an Erfahrung, nicht? So, Moment, 47.000 und ein Numemon bringt 222 Erfahrung. Das wären noch immer 211 Kämpfe, bis ich mit Argumon auf 60.000 bin. Obwohl, Moment, was habe ich da jetzt ausgerechnet? Blödsinn! Ja komm, Moment. Schauen wir nochmal. Ich habe jetzt nämlich 47.000 durch 222. Und das wären halt die Kämpfe, die ich eigentlich bis jetzt gemacht habe. Also, wenn ich nur gegen Numemon gekämpft hätte. Aber, ich brauche ca. 60.000. Moment. Ich weiß jetzt nicht genau wie viel, ich gebe einfach mal 60.000 ein. Minus, und jetzt das, was ich jetzt habe, 47.876 sind 12.124, dividiert durch 222, sind 54,6, also 55 Numemon noch. Eigentlich gar nicht mehr so viel. One hit. So. Katakomben.
muss ich wahrscheinlich gegen Musamon kämpfen. Oh, oder auch nicht. Oh nein, hier kommst du nicht durch. Siehst du das? Wow, was ist das? Ein Sicherheitsloch. Das ist wie ein Loch im Netz. Das muss der Grund für das Erdbeben sein. Diese Stimme kommt aus der Gondel. Verstehe, es ist Baldmon. Wenn ich durch dieses Loch gehe, finde ich vielleicht Amaterasu-Server. Ich sagte doch, du kannst nicht durch. Du weißt nicht, was passiert. Das ist zu gefährlich. Als Leader sorge ich dafür, dass sich niemand verletzt. Komm schon, ich muss unbedingt auf die andere Seite. Du hast von den AOA gehört? Jemand muss jetzt gehen oder Schlimmeres passiert. Wenn das so ist... Also gut. Wenn es zu gefährlich ist, komm aber zurück, okay? Hey, Susaku-Leader, ich habe eine Frage. Weißt du, wo die Notfallkammer im Nordsektor ist? Meinst du die Notfall-Matrix-Kammer? Sie befindet sich im Keller des Kulon-Bergwerks. Aber du brauchst 4 Leader-Abzeichen, um sie zu benutzen. 4 Leader-Abzeichen? Verstanden. Danke, Susaku-Leader. Okay, aber vorher... Vielleicht schaffe ich es ja gegen Misuyamon, oder wie es heißt. Musamon. Ah, Tamun ist das. Ach, ihr seid's wieder. Ja klar, los kämpfe. Du bist kein Gegner für mich. Du hast doch nur Angst zu verlieren. Aber was? Nicht wahr? In Ordnung, wenn du willst, kämpfen wir. Okay. Bringen wir Flame Breath. Okay, hat mal geblockt. Macht gar nicht mal so schlecht Schaden. Alter, jetzt blockt er schon wieder. So, heilen. Wieder mal. LOL. Okay, es ist machbar, auf jeden Fall. Hunting Knife. Okay, hat nicht so viel abgesogen. Aber zur Sicherheit, Superladung. Und erledigt. Was, ich habe verloren? Wie war das? Ich bin ziemlich stark, nicht wahr? Oh, in Ordnung. Ich schenke dir das. Also vergib mir. Was? Ein rostiges Katana? Oh, na gut. Ich werde hier in Frieden leben. Lass mich bitte in Ruhe. Okay. Rostiges Katana hört sich nicht so gut an, aber vielleicht kann es ja was. Okay, Agumon kann schon mal nicht benutzen. Oder vielleicht doch nur. Vielleicht ja. Renamon? Auch nicht. Ja, wahrscheinlich gar keiner. Weil Monmon benutzt ja Fernkampfwaffen. Rostiges Gewehr. Unbezahlbar und nicht brauchbar. Ja. Nee. Kann ich nicht benutzen. Kann wahrscheinlich ein anderes Digimon benutzen. Ich tippe jetzt mal ganz konkret auf Kotemon.